Kajan, Hallo. Matthias, Hallo. ihr habt eine überragende, das Wort habe ich gelesen, Online-Rückrunde in der Liga gespielt. Welche Liga ist es denn? Verbandsliga mittlerweile. Als du angefangen hast bei Marienborn, welche Liga war es da? Bezirksliga. Für die Nicht-Fußballer, wie viele Ligen Unterschied sind es? Danach kamen die Landesliga und die Verbandsliga, zwei Aufstiege, zwei Ligen drüber. Was bedeutet denn eine überragende Rückrunde? Interessant ist, dass die überragende Rückrunde nur entstehen konnte, weil wir eine interessante Vorrunde gespielt haben. Und komischerweise niemand mehr darüber redet, über das, was verursacht hat, eine überragende Rückrunde zu spielen. Nachbetrachtung, auch in meiner Analyse, in meiner Betrachtung war die Vorrunde dieses sogenannte Misslingen der Spiele, Misslingen der einzelnen Inhalte maßgebend für den Erfolg in der Rückrunde. Was sagt man dazu? Aus Ja, Fehlern lernt man. Es ist eine Floskel. Was das habt ihr ist denn wirklich gemacht? keine Floskel, es ist eher eine Wahrheit. Es ist ein Auftrag meiner Ansicht nach, aus Fehlern lernt man. Wir haben viele Diskussionen gehabt in unseren vielen, vielen Nachbetrachtungen mit Matthias Werner, auch in den vorangegangenen Jahren, was es heißt, die Floskel, wenn wir schon mal bei Floskeln sind, das nächste Spiel ist das Wichtige, eben das anders zu sehen, zu sagen, das vergangene Spiel ist das Wichtige, weil da die Information drinsteckt, Bewegung reinzubringen. Sachen zu verändern, zu lernen oder Dinge, die halt auch gut gelaufen sind, mitzunehmen, das nächste Spiel. Also das vorangegangene Spiel hat uns dann in das nächste Spiel katapultiert und das war in unserer Aufmerksamkeit in der ganzen Vorrunde. Für die Leute, die das nicht verfolgt haben, was da in Marienborn passiert, vielleicht kurz eine Beschreibung der Hinrunde. Ist das möglich? Ja, wir haben den Top-Favoriten, der sich dann auch später souverän durchgesetzt hat, in der Liga im ersten Spiel gehabt. Wir haben einen schönen Rahmen gesucht, haben den auch bekommen mit vielen, vielen Zuschauern und natürlich auch mit einem 5-2-Niederlage. Da hatten wir ja mal drüber geredet, was das bei uns verursacht hat. Das Spiel war hervorragend. Und was halt da zu sehen war, war auch eine Marienborner Mannschaft, die sehr viel Spielwitz hatte, die immer wieder nach vorne Fußball spielen wollte, ihren Stil beibehalten hat und auch natürlich diese Fehler gemacht hat gegenüber so einer routinierten Truppe, die aus der Oberliga abgestiegen ist. Und diese Fehler in diesen Inhalten, in allen Bereichen der Mannschaft, Mannschaftsteilen, Abwehr, Defensive und Sturm, haben sich dann auch fortgezogen. Und was ganz wichtig ist, wir haben weiter fröhlich Fußball gespielt. Immer nach vorne und es waren hervorragende Niederlagen. Immer mit dem Kopf über Wasser gehalten, sozusagen seine Spiele so durchziehen zu wollen, wie unsere Philosophie war. Spielwitz, viel probieren, viel ausprobieren, Risikobereitschaft zu zeigen und natürlich auch die Verarbeitung der kleinen Misserfolge wie ein Gegentor aus heiterem Himmel. Ein Spiel verloren zu haben, obwohl wir gut Fußball gespielt haben, die Freude weiterhin an seinem eigenen Spiel zu haben. Das waren so Säulen, die da halt genutzt werden sollten. Das Wie haben wir getan. viele Niederlagen waren es denn in der Hinrunde? Ich denke, es waren 7 oder 8 Niederlagen. Soweit ich das weiß, waren es, glaube ich, sogar 8. In der Rückrunde waren es dann nur noch 4. Ihr habt abgeschlossen, auf welchem Platz? Fünfter Platz. Wie schwierig war es für dich, in der Hinrunde deiner Linie treu zu bleiben?
Natürlich hatte ich auch meinen Kampf. Das ist klar, dass ich dann Sachen gemacht habe, die untypisch sind für mich, mal auf die Tabelle zu schauen, mal auf die Punktzahl zu schauen. Habe dann natürlich auch aufgrund meiner Erfahrung und auch meiner Schulung die Dinge schnell wieder sein lassen. Was übrig blieb, war wieder das Spiel zu forcieren, Training zu üben, immer wieder zu üben und eben nur an seinen Fußball zu denken. Das hat sehr geholfen. Und du hast, ich war ja dabei, samstags mit Matthias ein paar Mal drüber gesprochen. Nicht ein paar Mal, sondern kontinuierlich. Das ist etwas, was wir eingeführt haben. Das ist ein Ritual. Für mich eine Sicherheit, eine Freude, auch vorm Spiel meine Gedanken loswerden zu dürfen, die aufgenommen werden, reflektiert werden und natürlich für mich persönlich immer so ein, zwei Merkmale, die ich mitgenommen habe, die mich reguliert haben. Es ist wichtig, dass ich in dem Fall über mich reden muss, weil die Regulation von mir ausgehen sollte. Das habe ich verstanden und dazu gehört es natürlich auch ein gewisses Wissen, wie man dahin kommt. Und das hat Matthias, Matthias Werner immer als Impuls und als Reiz mitgegeben. wenn, was mir jetzt aufgefallen ist, wenn der Kajan über seine Mannschaft und seine Saison spricht, redet er vor allem die ganze Zeit darüber, wie er sich fühlt. War das etwas, was ihr eintrainiert habt? Weil kleine Erklärung, warum ich das bemerkenswert finde, ist, wenn ich ein bisschen Sport verfolge, online und was nachlese, oder der Jens Strusenberg mir was erzählt, dann wird vor allem immer über die Mannschaft geschimpft, geredet von Leuten von außerhalb. Also es fiel mir jetzt gerade ganz stark auf. Ja, das ist ja auch das, was der Kajan eben angesprochen hat, was ihm am Anfang in dieser Liga zu schaffen gemacht hat, dass er jetzt plötzlich anfing, sich um die Tabelle zu kümmern. Und wenn man sich da mal anschaut, wo die Mannschaft und er herkamen, nämlich zwei Ligen unten drunter. Er ist ja zweimal mit der Mannschaft durchmarschiert, um dann in der Verbandsliga anzukommen. Und dann, aufgrund dieses überragenden Erfolgs, ne, überragend, fing er an, sich um andere Gedanken zu machen. Nur er ist als Trainer der Anführer der Mannschaft. Und wenn er sich um andere kümmert, also jetzt mit anderen nicht nur die Mannschaft, sondern auch die Presse, andere Vereine, Funktionäre, wenn er sich darum kümmert, wenn er im Spiel ist mit der Mannschaft oder wenn er im Training ist mit der Mannschaft, ja, dann kümmert er sich um andere Dinge. Und das sieht die Mannschaft. Die arbeiten wie in jedem Sport, Trainer und Athlet, die arbeiten sehr intensiv zusammen. Und dann werden Gefühlsänderungen wahrgenommen. Und wenn ich auf dem Platz stehe und mein Anführer stellt dar, dass er sich um andere Dinge kümmert, na, das gibt mir jetzt nicht wirklich Sicherheit, wenn ich da meine Leistung bringen möchte. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass der Kajan seine Gefühle ausdrückt und sich um sich und seine Gefühle kümmert, damit auch die Mannschaft sieht, ihm geht's wie immer.